Ja, hallo zusammen und willkommen zu keiner neuen Folge. Wieder mal. So, heute ein etwas chaotisches Video aus einem für mich etwas chaotischen Jahr. Und es geht um das Thema Abo-Treffen. Da hatte ich ja für dieses Jahr was vorgehabt. Hab's aber irgendwie nicht von der Planung her so weit vorantreiben können, dass es jetzt wirklich geknappt hat. Das Jahr ist irgendwie so an mir vorbeigeflogen und an der Arbeit war so viel los, dass ich es nicht in dem Maße hinbekommen habe, wie ich es eigentlich vorhatte. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich habe ja wirklich auch so ein bisschen so eine Geschichte mit Roadbook gebaut. Das ist noch nicht vom Tisch, aber wie gesagt, für dieses Jahr schaffe ich es nicht. Und auf der anderen Seite will ich das jetzt aber auch endlich mal machen. Und deswegen die Idee Quick and Dirty. Also, ich versuche jetzt nicht zu sehr drüber nachzudenken über die ganze Geschichte. Ich habe zumindest ein paar Sachen schon wieder. Aber wenn ich dann ins Detail gehe, dann kommen wieder so viele Überlegungen dazu zum Tragen, dass ich es wahrscheinlich wieder verschieben würde. Deswegen jetzt Harakiri-mäßig ziehen wir das einfach durch. Ich hatte es vorgehabt am 30.09., am kommenden, also am Wochenende nächster Woche, am Samstag um 14 Uhr. Dann habe ich aber zumindest noch gemerkt, an dem Tag ist auch noch mal wieder Motorradgottesdienst in Diedershausen, an dem kleinen Kapellchen. Und das finde ich ja schon immer gut. Und da wollte ich jetzt keine Gegenveranstaltung machen. Das hätte ich blöd gefunden. Von daher ist das sozusagen die erste Möglichkeit für euch, mich zu treffen. Ich werde also da sein bei dem Motorradgottesdienst in Diedershausen. Der startet um 14 Uhr am Samstag, 30.09. Ich weiß jetzt, das ist nicht jedermanns Sache. Also ich bin jetzt auch kein Kirchenrenner normalerweise. Aber wie gesagt, die Aktion dort finde ich immer gut. Deswegen versuche ich da auch immer dabei zu sein. Startet um 14 Uhr. Im Prinzip, wer da drauf keinen Bock hat, kann dann kurz vor drei erst aufschlagen. Dann dürfte der Gottesdienst rum sein. Ich werde dann noch bis 15.30 Uhr zumindest da bleiben und gucken, ob noch jemand kommt. Natürlich sind dort andere Motorradfahrer, ja, die überhaupt nichts von meiner Aktion wissen, die wegen dem Gottesdienst da sind. Das heißt, ihr müsst mich schon aktiv ansprechen. Ich denke mal, ich sollte zu erkennen sein. Entweder steht es auf dem Helm hinten drauf. Mein Motorrad ist ja eigentlich auch zu erkennen. Und im Zweifelsfall, wenn ich den Helm nicht auf habe, habe ich zumindest eine Kappe auf der auch Rönschrad oben drauf steht. Also man sollte mich erkennen können. Wenn da halt keiner auftaucht, also ich werde nicht bei der Ausfahrt mitfahren von dem Gottesdienst da, der im Anschluss ist, aber normalerweise nach dem Gottesdienst ist erst noch so ein bisschen, gibt es Getränke, gibt es glaube ich Kuchen und solche Geschichten. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen rumgestanden, bis die Ausfahrt startet. Wie gesagt, ich werde nicht mitfahren. Je nachdem, ob jemand aufschlägt von euch, wie viele das sind, können wir uns überlegen, ob wir da vielleicht für uns noch mal eine Runde fahren. Aber mir geht es halt hauptsächlich einfach mal die Möglichkeit haben, mit euch zu schnacken. So, das ist der Samstag. Das soll aber noch nicht die eigentliche Aktion sein, sondern die findet jetzt dann am Sonntag statt. Und ja, wiederum, ich habe halt dann entsprechend so ein bisschen angefangen zu überlegen, dieselben Lokationen so ein bisschen innerlich abgeklappert, die ich halt auch für das richtige Treffen dieses Jahr im Sinn hatte. Eine hat mir eine Abfuhr gegeben und deswegen dachte ich, okay, wiederum quick and dirty. Ich pick mir jetzt einfach was raus, was in Anführungszeichen einfach ein Parkplatz ist, aber mit einem Imbiss dabei in der Nähe, dass wenn jemand Durst und Hunger hat, dass er zumindest was kriegt, dass auch eine Toilette in der Nähe ist und so weiter. Das ist geregelt. Und ich habe mir jetzt rausgesucht die Imbissbude am Basaltsee in der Rhön. Habe ich ja mal in einem Video gezeigt. Verlinke ich auch hier nochmal, dass ihr seht, wo es dahin gehen soll. Und ich werde auch den Parkplatz nehmen, den ich da in dem Video gezeigt habe. Das heißt, gleich diesen ersten etwas versteckten auf der Seite. Da werde ich dann am Sonntag, das ist dann der 1. Oktober, um 14 Uhr wiederum aufschlagen dort und werde dort einfach mal eine Ecke rumstehen und gucken, ob jemand kommt und da dann auch im Zweifelsfall zumindest mal bis um 3 da rumstehen, ob jemand aufschlägt oder nicht. Wenn natürlich Leute kommen, dann verlängert sich das Ganze. Klar, wenn jemand kommt und schwätzen will, dann bleibe ich auch da.
wenn halt bis drei dann keiner aufgeschlagen ist, dann werde ich auch einfach Moped fahren, wie üblich. So, und selbes Spielchen dort, je nachdem wie viele aufschlagen, wenn es nicht ein Riesenrudel wird, was ich irgendwie noch so nicht wirklich mir vorstellen kann, können wir uns überlegen, ob wir auch noch eine Runde zusammen fahren. Aber primär wäre es für mich halt, wie gesagt, einfach eine Möglichkeit, mal mich mit euch zu treffen, einfach eine Runde zu schnacken und so weiter. Wie gesagt, das Ganze dann dort. Ist natürlich ein bisschen blöde jetzt, der Samstag wäre mir da lieber gewesen, weil ich glaube, Sonntag ist dann schon noch mal eher ein bisschen was mit Wanderern los, aber ich denke mal, der Parkplatz dort ist groß genug, dass wir uns nicht in die Quere kommen mit denen. Und der erste, der so ein bisschen versteckter ist, wie der offizielle vom Basaltsee, ich hoffe mal, das passt alles. Also wie gesagt, ich mache es jetzt einfach mal. Hilft mir dann auch, dass ich mal so ein bisschen einen Eindruck kriege, wie überhaupt das Interesse ist. Ich weiß, dass es jetzt natürlich extrem kurzfristig auch ist, mit nur einer Woche Vorlauf, aber vielleicht kann es ja der eine oder andere einrichten. Es ist ja auch das Wochenende, wo dann der Montag sozusagen ein Brückentag ist. Und dann ist Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, an dem Dienstag. Also vielleicht haben ja sowieso welche von euch frei und nutzen die Gelegenheit dann sowieso noch mal hier übers Wochenende in die Rhön zu fahren und ein paar andere Strecken noch abzuklappern. Wenn da jemand dann Tourentipps braucht, kann er mich natürlich an dem Sonntag fragen. Gutchen, das soll es gewesen sein. Ich glaube, das war jetzt schon wieder, wie üblich, für mich viel zu lange. Aber wäre schön, wenn er vielleicht einfach in den Kommentaren unten mal schreibt, ob ihr vorhabt zu kommen. Und wenn ja, an dem Samstag oder an dem Sonntag. Und ja, ansonsten hoffe ich mal, dass man sich sieht. Und für mich bleibt damit, wie immer, nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, Samstag oder Sonntag, mal schauen. Und tschüss.